Logbucheintrag Nummer 9 von Captain Kirkbeard an Bord des Raumschiffs, des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Funksignale unseres Forsters sind mittlerweile wieder abgerissen. Wir vermuten, dass die Anomalie weiterhin dieses Problem verursacht. Wir an Bord hoffen, dass er so schnell wie möglich aus der Anomalie herauskommt und sich bald wieder bei uns meldet. Gut. Wir stecken immer noch in dieser Anomalie fest. Immer noch an gewohnter Stelle. Und wir werden wahrscheinlich wieder gleich sterben. Da kommen wir... okay. Wieder mal gestorben. Dankeschön. Kann ich dich nicht einfach in die blöde Anomalie rein... in das Wurmloch reinschießen und dann habe ich Ruhe vor dir? Ganz smooth. Das war nicht smooth. Das ist auch nicht smooth. Kannst du nicht das blöde Vieh treffen, dass es weg ist? Nein, wahrscheinlich nicht, weil der Höhenunterschied. Das Problem ist. Au. Tod durch Steinklotz. Wieso werde ich dich nicht los? Tja. Ich werde wieder sterben, oder? Das Problem sind nämlich die beiden Spuck... Genau. Ich ignoriere, glaube ich, mal den Stein. Ich muss nämlich eh wahrscheinlich da lang. So, vorsichtig hier dran vorbei. Au! Ganz smooth. So, ganz smooth. So. Na, andere Richtung. Ich würde eigentlich schon gerne an den Stein rankommen. Nein, nein, nein. So. So. Und ganz ehrlich, gucken, dass ich die Spucker so weit wie möglich ignoriere. Die machen nämlich nicht so viel Schaden wie gedacht. Was Schaden macht, ist das gegen die Wand crashen. Ich sollte öfter bremsen, weil bremsen kann ich unendlich.
Kann ich dich wegbomben? Ja, kann ich. So, die Schicht würde ich gerne retten. So, das heißt, gib mir mal hier. Genau. Wir haben 30. Das ist nicht genug, um alles zu reparieren, aber es reicht wenigstens für ein bisschen aus. So. Das war wieder gegen die Wand geditscht. So, dann hoffen wir mal, dass... Genau. Oh, er hat neues Spielzeug gekriegt. Wir haben es aus diesem scheiß Gebiet rausgeschafft, hoffe ich mal. Volle Stärke. Wenn du kein Sprachexperte bist. Und da ist eine Meute von unfreundlichen Aliens um dich herum. Was ist besser als eine gute alte Bombardierung? Lass uns mal sehen, wie sie Speere ohne Arme werfen können. Oh, das ist böse. Puncher, das kennen wir schon. Ja. Okay, erstmal die Energie aufsammeln. Decoy. Ah ja, wir können Decoys jetzt benutzen, um Gegner abzulenken. Und auf uns aufmerksam zu machen. Jetzt will ich aber erstmal meine Rüstung weiter reparieren. So, 17 Energie brauchen wir noch. Die beiden zum Beispiel können wir... Könnten wir ablenken und sie dahin schauen lassen, dann könnten wir uns an sie heranschleichen und sie runterbomben. Ja, das können wir gleich mal ausprobieren. Also mit E. So. Oh, da geht's gar nicht runter. Da habe ich mich verguckt. Ups. Okay. Laden wir nochmal. Ja. Da ist einer und guckt dahin. Da ist der, der guckt da hinten hin. Und wir hätten halt unser Bombardement. So, die marschieren jetzt alle dahin. Und haben mich, glaube ich, schon wieder gesehen. Und rufen jetzt eine ganze Meute zusammen, okay. Also die Idee war ja eigentlich nicht schlecht, sie da alle hinzuschicken. Und dann, wenn sie alle dort sind, dann... kann ich sie wegbomben. Das ist eine Idee.
Das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte wahrscheinlich mehr auf sie zielen müssen, um sie wegzubomben. Ja gut, ich muss jetzt üben, mit den neuen Fähigkeiten richtig umzugehen. Ich würde gerne wissen, was die 2 da unten bedeutet. Einen habe ich runtergescheucht. Okay, da kommt wieder die ganze Meute. Ich glaube, ich versuche sie einfach wirklich zu dem Ding zu locken und lasse sie dann in Ruhe. Mal sehen, ob das funktioniert. Der guckt ja weg. So. Oh, jetzt haben sie mich wieder entdeckt. Okay. Aber es klappt, wie ich es mir gedacht habe. Den einen kann ich nämlich runterschießen, sobald die anderen 3 weg sind. Nämlich auch so. Ups. Nein, so nicht. Das war... Denkste. Okay. Und da war ich zu schnell. Ich kann ihn, glaube ich, auch einfach mit einem normalen Schuss runterballern. So, baller den weg. Und der hat mich gesehen. Und die haben mich jetzt gehört. Das war nichts. Gut. Den einen da hinten zu sehen, ist auch ein bisschen schwierig. Kann ich den da ablenken? Ja, ich konnte den da ablenken. So. Okay, der hat mich jetzt gehört. Das ist... aber denke ich mal vertretbar.
Okay, das war jetzt nicht so gut. Kann ich mich noch weiter verpissen, ja? Oh, das sind zwei solche Jumper-Viecher. Ich kann hier hinwerfen. Ah, jetzt hat der mich schon wieder entdeckt. Ah, und jetzt hat das Vieh mich entdeckt. Okay, kann ich die wegpusten? Ich kann sie wegpusten, aber das macht nicht genug Wumms und ich kann nicht ordentlich zielen. So. Ich bin halb tot. Das ist nicht so toll. Und ich bin gefressen. Ja. Ein glorreiches Ende für diese Aufnahmesession. Ja. Logbucheintrag. Abschluss Logbucheintrag Nummer 9 von Captain Kirk Beard. Unser Außenteam, das Mitglied unseres Außenteams hat es geschafft, der Anomalie zu entkommen, ist aber in eine Piratenbasis gerannt. Wir haben den Funkkontakt schon wieder verloren. Das letzte, was wir hörten, war Kampfeslärm. Hoffen wir das Beste. Kirk Beard, Ende.